Was geht ab? In diesem Video will ich dir meine Strategien mit auf den Weg geben, ja, wie du deine Schulnoten verbessern kannst und wie du jedes Thema lernen kannst, das du dir vornimmst. Okay, fangen wir an mit dem ersten Tipp. Und der erste Tipp ist direkt, habt Spaß, ja. Wenn du auf diesem Kanal bist, wenn du dich für Hacking interessierst, wenn du Hacking lernen willst, dann wird dir das wahrscheinlich nicht besonders schwerfallen, dabei Spaß zu haben. Das heißt, da braucht ihr nicht mehr besonders viel zu tun. Aber gerade wenn wir jetzt von Schule, von Hausaufgaben reden, da hat man jetzt nicht unbedingt so viel Spaß dabei. Also wie kann man sich selber motivieren? Ja, wie kann man sich selber motivieren dazu, dass man diese Aufgaben erledigt? Wenn es jetzt darum geht, Hausaufgaben zu machen, habe ich zum Beispiel einen Trick angewandt, dass ich mir selber vorgestellt habe, boah, wie stolz würden meine Eltern auf mich sein, wenn ich diese Hausaufgaben erledige. Ja, ihr müsst euch vorstellen, jetzt gerade zu Zeiten von Corona, die Lehrer, die schicken euch einfach die Hausaufgaben zu. Manche kriegen Online-Unterricht, manche aber auch nicht. Und das ist natürlich unfair. Ja, ist natürlich unfair für diejenigen, die jetzt keine Hilfe dafür bekommen und einfach nur die Hausaufgaben vorgesetzt bekommen. Ja, das ist natürlich nicht fair. Aber was willst du machen? Du kannst die Situation halt so nicht ändern. Aber überleg mal, weil die Eltern, die wissen das ja auch. Für die ist das ja auch keine leichte Situation. Aber überleg mal, wie stolz deine Eltern auf dich sein werden, wenn du deine Hausaufgaben einfach erledigst, ja, komplett allein, ohne Hilfe, so, boom, alles erledigt, obwohl das 300 Aufgaben wahrscheinlich sind, ja, und die aber trotzdem dann schaffst. Also so kann man sich selber motivieren und Spaß daran haben. Natürlich, die Hausaufgaben selber, die haben nie Spaß gemacht. Aber wenn du dir überlegst, wofür du das machst, dann kann das schon Spaß machen. Und was ich immer mache, ist ein cooler Trick, pack mir mal so ein paar Süßigkeiten und nachdem ich irgendwas erledigt habe, dann pfeife ich mir das so als Belohnung rein. Ja, das heißt, wenn du Süßigkeiten parat hast, immer so als kleine Belohnung, nachdem du eine Aufgabe geschafft hast, sich selber zu belohnen, dadurch hält man sich die ganze Zeit bei der Stange. Der zweite Tipp, Freunde, wenn du einen Turm siehst, ja, und einen Turm ganz weit nach oben erklimmen möchtest, natürlich die Spitze vom Turm zu sehen, das kann beängstigend sein. Wenn du dir die Spitze vom Turm anguckst, wie viele Schritte dafür nötig sind, dann hat man da keine Lust drauf, dann fühlt man sich überfordert, dann denkt man, das ist viel zu viel, dann greift man lieber zu seinem Handy oder macht irgendwelche anderen Dinge, aber nicht die Aufgaben, die man eigentlich machen wollte. Ja? Und um das zu vermeiden, Freunde, der zweite Tipp ist, Zielsetzung. Ja? Ganz simpel, ganz banal, setzt euch kleine Ziele. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, hack mal eine komplette Box, das klingt erstmal auch überfordernd. Ja, auch bei mir selber, wenn ich in einer Box sitze, das ist auch für mich überfordernd, wenn ich mir überlege, boah, wie viele Schritte muss ich da jetzt durchgehen? Aber wenn ich einfach nur sage, ey, starte doch mal mit einem Nmap-Scan. Nicht mehr, nicht weniger, doch nur der Nmap-Scan. Ich denke jetzt nur an diesen Nmap-Scan und nicht an das ganze gesamte Bild. Ich denke nicht an alles, weil wenn du an alles denkst, dann beängstigt das, dann hast du keine Lust mehr drauf. Aber wenn du nur daran denkst, ey, von diesen 30 Hausaufgaben, die du jetzt aufbekommen hast, nicht das Ganze. Nein, mach doch nur mal die erste Aufgabe. Und alle anderen Aufgaben sind gerade völlig irrelevant. Alle anderen Aufgaben, die sind gerade Banane. So, die spielen gerade keine Rolle. Nur diese eine Aufgabe, bis du sie geschafft hast. Und dann denkst du nur an die zweite Aufgabe. So, nur die zweite Aufgabe, alle anderen sind wieder egal. Und so machst du weiter und dann bist du schneller am Ziel, als du gucken kannst. Dann bist du viel, viel schneller am Ziel. Die meisten machen sich selber so viel Druck, oh, ich muss Aufgabe 30 auch noch schaffen. Ey, bleib doch erstmal bei Aufgabe 2. So, schaff erstmal Aufgabe 2 und dann geht's weiter. Dann hat man auch keinen Druck mehr. Und Tipp Nummer 3, Freunde, der Tipp hat bei mir wirklich geholfen, um meine Noten aus einem schlechten Viererbereich in einen guten Einserbereich zu katapultieren. Ja, ich war sehr, sehr schlecht, noch bis zur 9., 10. Klasse oder so hatte ich noch sehr, sehr schlechte Noten, bis ich diesen Trick angewandt habe. Ja, und den werdet ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben, aber der ist trotzdem Gold wert. Der Tipp ist einfach, bringt die Themen jemand anders bei, ja. Unterrichten. Und das klingt jetzt natürlich so erstmal, ich bin doch jetzt kein Lehrer oder wie soll ich das jetzt unterrichten oder soll ich jetzt auch anfangen, solche YouTube-Videos zu machen? Nein, es geht viel, viel einfacher, keine Sorge. Ihr könnt euch zum Beispiel jemanden nehmen, ja, der nichts mit diesem Thema zu tun hat, zum Beispiel eure kleineren Geschwister, jemanden aus der Familie, der von diesem Thema gar keine Ahnung hat und dem versucht ihr dann dieses Thema zu erklären. Dann werdet ihr feststellen, wie schwierig das ist. Wie schwierig das ist, diese Themen jemandem beizubringen, der davon aber noch nie in seinem Leben vorher gehört hat. Ja. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, ey, nehmt mal euer Smartphone, ja, also nicht öffnen, sondern einfach nur das Smartphone, was ihr jeden Tag mindestens 100 Mal öffnet. Wenn ich euch jetzt frage, ey,
Was ist das Icon unten rechts auf der Startseite? Werden die meisten Leute das gar nicht wissen. Warum? Ist ganz einfach. Wir denken nicht aktiv darüber nach. Da kann man das noch so sehr am Tag öffnen, wir kommen immer wieder daran vorbei. Aber wir wissen einfach nicht, welche Icons sind an welcher Stelle. Warum? Wir denken nicht aktiv darüber nach. Auch bei diesen Videos, bei diesen Hacking-Videos, die alleine bringen nichts. Die Videos alleine bringen nichts. Wenn du sie nicht aktiv in etwas umwandeln kannst, wenn du nicht direkt danach im Anschluss anfängst selber zu hacken, ja, direkt anfängst selber irgendwas mit diesem Wissen zu machen, weil das Wissen alleine, einfach nur passiv zu gucken, das bringt doch nichts. Einfach nur etwas zu lesen aus einem Schulbuch, das bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Da muss man anfangen, sich Notizen zu machen, eine Zusammenfassung zu erstellen. So, und dann am Ende versuchst du es jemand anderem beizubringen. Und wenn du das gemeistert hast, wenn du es schaffst, das jemand anders zu erklären, was du verstanden hast, da merkst du erst, okay, wow, das ist doch ganz schön anstrengend, ja? Okay, Freunde, das war so viel dazu. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal.